einen wunderschönen Wochenstart von eurem Yuki. Und ja, was diese Ansicht auf sich hat, werde ich euch mal direkt am Anfang erklären. Was soll man zu diesem Anfangsvideo hier direkt sagen? Na, Leute, ich bin überrascht worden. Ich habe nochmal zusätzlich Familienzuwachs bekommen. Und zwar ist das jetzt hier ein Nachbarshamster. Und ja, der wurde mir vor der Tür eben halt übergeben, gefragt, möchtest du diesen Hamster haben? Ich möchte den nicht mehr haben. Und ich konnte nicht Nein sagen, weil, Leute, hier müssen wir ja ganz klar einfach mal sagen, das war, ich denke mal, gut gemeint, alles mit den kleinen Schnurz, aber wir sehen hier das typische Zoohandlung gekaufte Hamsterding und ich habe mich jetzt der kleinen Socke angenommen. Das ist hundertprozentig ein Hybrid, soll männlich sein. Er kommt jetzt erstmal in Quarantäne bei mir und er kommt natürlich eh aus diesem Käfig dann raus. Der kriegt sein eigenes Reich dann später und dann gucke ich erstmal, wie er so drauf ist, ob er auch gesund ist und das alles und ob er überhaupt ein Er ist. Er trägt jetzt den Namen Ketchup, er ist aus der Zoohandlung. Ich denke mal, dass er auch irgendwie mit Mayonnaise verwandt ist, deswegen habe ich ihn jetzt so genannt. Das ist jetzt eine Geschichte wie viele, die ich seit 10 Jahren immer mal wieder miterlebe und auch immer, wenn ihr mir schreibt und so weiter. Man hat sich falsch informiert und man ist im Glauben, dass halt Sachen so sind, wie so manche Verkäufer und Leute das sagen. Und ja, ich habe Käfig alles mit dabei gekriegt. Der soll angeblich 4 Wochen alt sein, meine lieben Leute. Ich glaube, ihr könnt mir zustimmen, das stimmt nicht. Ich habe hier auch noch einiges an Sachen eben halt dazu bekommen. Er wird umgesetzt, aber laut letztem Video wisst ihr ja, dass ich trotzdem 2 weitere Hamster habe. Und zwar die Semmel und Brötchen. Da das so ein bisschen gerade alles so reingecrashed ist von der Zeit her und auch wie ich eben halt mit meinen Videos online gehe, werdet ihr jetzt von der Semmel was sehen. Vom Brötchen gibt es ein eigenes Einrichtungsvideo. Die werden ja sowieso sofort in ihre Gehege kommen, aber da Semmel jetzt eigentlich nicht geplant war, ich aber trotzdem Platz habe und schon ein neues Nagarium, Terrarium habe, wird sie aber in einem anderen reingesetzt, weil das Silikonmuster erstmal jetzt nochmal erneuert werden. Das habe ich jetzt auch bestellt. Dazu gibt es nochmal ein extra Video, wenn ich das Silikon nachziehe. Und die sind alle unten, auch die Mayo ist unten und der Mr. Sandwich ist oben. Ich nehme euch jetzt einfach mal mit, um euch das dann einmal zu zeigen. Zu dem Fratz gibt es auch nochmal ein extra Video. Der hat ziemlich Angst und weiß gar nicht, was passiert ist. Der war auch die letzten Tage draußen im Garten, auch mit Katzen, soweit ich weiß. Also die anderen Nachbarskatzen waren dann da. Dazu zu ihm gibt es dann zum Ketchup eine eigene Story. Und das seht ihr auch. Und natürlich kriegt er ein super tolles Gehege. Aber wie gesagt, das war jetzt alles so auf die Schnelle. Und er kommt erstmal jetzt in Quarantäne. Und dann gucken wir uns das dann einmal richtig an. Aber wie gesagt, ich kann nicht hexen. Und ich gebe mein Bestes, aber alles nach der Reihe. Und ihr werdet die Videos dann in Abständen jetzt laut Videoplan dann sehen. Wer mich auf TikTok verfolgt hat, der wird schon gesehen haben, dass ich einen kompletten Hamsterraum jetzt am Bauen bin. Sind schon einige Gehege gefüllt. Das vom Brötchen, wie gesagt, das kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, ne? Aber trotzdem seht ihr im Hintergrund, dass es eben halt schon Gehege gibt, die gefüllt sind. Wir haben hier einmal die Mayonnaise und daneben haben wir den Mr. Sandwich, der sogar wach ist. Da ist der kleine Mr. Sandwich. Hallo Mr. Sandwich. So, und ja, der ist recht aktiv, ist alles super mit ihm und er ist auch wirklich schon sehr zahm. Der kriegt gleich noch ein bisschen Leckerschmecker. Ich hatte ihn sogar das eine Mal schon im Auslauf mit meinen Trenngittern. Die habe ich aus Holz gemacht, noch dann eben halt umbauen immer. Es ist gerade jetzt nicht so viel möglich, aber trotzdem nimmt er das super gerne an. Er sucht da gerade nach Futter. Er ist jetzt, ich denke, was weiß ich gar nicht, wie alt ist denn er jetzt? Er müsste jetzt 10 Wochen alt sein. So genau habe ich das gerade nicht im Kopf. Aber ja, das ist sein Gehege hier. Tada! Und daneben haben wir, jetzt ist sie weggeflutscht, haben wir Mayonnaises provisorisches Gehege. Warum provisorisch? Wieso? Weshalb? Ihr Gehege kennt ihr hoffentlich. Ne, das ist nämlich halt das große umgebaute Nagarium. Das ist ganz oben bei mir in der 3. Etage. Aber da es da gerade zu heiß ist und ich das ganze Ding nicht runterschleppen kann, ist das jetzt hier provisorisch. Warum? Ne, vorher hatte sie halt ein kleineres Gehege, ne, die Transportbox da, diese durchsichtige Box, weil ich halt gedacht habe, ja, das wird jetzt nur eine Woche so sein, aber die Wärme geht halt nicht weg. Und sie und auch der Zwiebel können das nicht so gut wegstecken. Bei der McFlurry ist das okay, aber trotzdem, naja, wie soll ich sagen,
bleibt sie eben halt hier, weil ich das halt besser finde. Sie kommt besser damit klar. Der Zwiebel ist noch auf der zweiten Etage. Der kommt dann auch wahrscheinlich dann nochmal runter. Aber der hat wirklich so viel Angst. Ich kann ihn halt nicht anfassen. Der ist nicht zahm, der ist gar nichts. Und für den ist das einfach mehr Stress. Hier der kleine Mr. Sandwich, der möchte sich gerne einmal zeigen. Hier in dem Video. Und sein Gehege ist ja schon komplett eingerichtet. Das wird auch bei den anderen Gehegen hier immer so sein. Thematisierte Gehege, auch richtig schön mit allem drum und dran. Aber so schnell kann ich das jetzt für alle Hamster natürlich nicht machen. Deswegen kommt auch für die kleine Semme hier ein weiteres Zwischengehege hin. Also das ist jetzt das. Das sind immer so meine Zwischengehege, wenn ich dann entweder mal neue Hamster habe oder ich habe mal Pflegehamster oder irgendwie was so dazwischen, dass ich eben halt die Tiere dann da reinsetzen kann, halt für eine gewisse Zeit. Ansonsten Leute, ich habe mehr Einstreu und so weiter und so fort, aber das ist jetzt wirklich auf die Schnelle. Hier das, da kommt die kleine Semme rein, da wird jetzt, habe ich schon mal hingestellt, hier ein Sandbad reinkommen, was Keramik versteckmäßiges. Dann haben wir hier auch noch einen Futternapf. Laufrad mit Ebene kommt dann auch noch rein und das Streu. Sie hat schon ein Agarium. Ich hatte es ja, glaube ich, schon am Anfang erwähnt. Das ist das untere hier. Das ist so ein riesen Oschi-Ding. Da haben wir, ich weiß nicht, ob es jetzt 1,20 oder 1,15 ist. Da kommt sie dann rein. Ich habe hier mehrere Agarien eben halt auch auf meine Regale verteilt. Das sind Schwerlastregale. Die können bis zu 250 Kilo je Ding tragen, weil das alleine wiegt irgendwie schon 50 oder 60 Kilo. Das ist aus so einem Stahlrahmen und da wird sie dann ihr Gehege bekommen. Ich weiß, die Gehege sehen sehr klein aus, das haben mir schon viele bei TikTok geschrieben, aber es ist halt wirklich so. Wenn ihr mich in voller Montur daneben sieht, in meiner Wunderbarheit, dann ich bin 1,78, 1,79 groß und die Regale sind 1,80 x 1,60 selbst, also keine 1 Meter Regale und deswegen, das sind hier jeweils 1 Meter Gehege mal 40 oder ja, mal 40 unter den Mindestmaßen, aber Leute, das ist ja auch nur vorübergehend. Hauptsache, denen geht's gut und die werden nicht gegrillt, zumindest so habe ich das Gefühl, dass es halt oben so ist, aber McFlurry ist sowieso happy. So ein bisschen Einstreu, ich habe gar nicht daran gedacht. Die Gehege sind ja direkt nebeneinander. Ich habe jetzt mal so einen Sichtschutz hier gemacht, damit die sich dann doch nicht sehen. Also ich denke, da gibt es kein Problem bei, ne? Sowieso mit dem Aquariensilikon und dann der noch nicht finalen Einrichtung. Ich habe mir schon ein Thema für sie überlegt. Ich möchte gerne, dass sie, weil sie halt aus Bayern kommt, ein bayerisches Thema hat. Aber ich mache da eben halt was anderes rein. Also so lange und mache dann immer wieder Updates, bis es dann final so aussieht. Aber hier auch von der Streuhöhe her kann ich ja dann ruhig vielleicht auch mit einem Aufsatz arbeiten, den ich dann da dran baue. Aber wie gesagt, da müssen erstmal die Ecken fertig gemacht werden. Und ich finde, so schlimm ist es dann nicht, wenn die Hamster nebeneinander gestellt sind. Die können sich ja nicht sehen. Es wäre dann viel schlimmer, wenn ich weiß oder ich beobachte, dass sie vom Verhalten her dann sich irgendwie gegenseitig anspringen wollen, was ja hier nicht der Fall ist. Aber da hatte ich wirklich noch nie Problemchen. Hier hinten ist ein, war ein Fellpopo, der ist jetzt weg. Ja, da ist er. Hallo. Ja, Mayo. Ich meine, Mr. Sandwich. Oh, du bist so süß. Meine Babystimme hier wieder, Leute. Auf jeden Fall kommt jetzt ein kleines Sandbad rein. Es ist das erste Mal, dass ich das hier benutze. Das ist so ein Glas-Sandbad. Das kriegt man eigentlich in jeder x-beliebigen Zuhandlung oder wird auch in der Terroristik verwendet. Das habe ich mit einem Agarium hier dazu bekommen, weil ich habe die ja auf eBay Kleinanzeigen ergattert auf die Schnelle. Vor allem das ganz große hier unten. Und da werde ich jetzt dann hier auch ein bisschen Sand dann einfüllen. Hallo, hier haben wir den kleinen Übeltäter. Also das ist Semmel, ne? Hier der kleine süße Herzchen und hier ist ihr Laufrad, das kriegt sie dann auch in dem vorübergehenden Gehege. Ich überlege, ob ich es vielleicht vom Woodenwheel her dann wechseln soll, ob ich dann vielleicht auch ein thematisiertes bayerisches Laufrad nehme, aber da gucke ich dann mal. Und ja, die Kleine ist aufgeweckt. Leute, wir haben die schönste Aufnehmzeit und zwar, ich glaube, 1:30 Uhr nachts oder so. Also immer, auch wenn die Hamstis wache sind, filme ich aktuell dann auch immer. Und ja, die ist ganz aufgeregt. Ich habe gemerkt, dass sie sehr gerne unter dem Laufrad schläft. Ich habe noch so eine Ebene von auch Rodipad, passend zum Woodenwheel. Das gibt es leider nicht mehr zu kaufen, Leute. Aber das könnt ihr noch gebraucht erwerben, also auch über Kleinanzeigen oder ähnliches. Aber auf jeden Fall mache ich das dann so zusammen. Das passt hier alles. Und die kleine Maus zieht jetzt einmal kurz um. Und dann natürlich
werde ich mich dann auch um deine komplette Einrichtung kümmern. Und wenn dein Silikon kommt, natürlich dann auch um dein größeres Zuhause. Da, die Letage, die kommt dann rein. Da nehme ich jetzt auch genauso, wie es ist. Also ich setze das jetzt so einfach dann da rein. Schwupp, schwupp. Guck mal, wie das Herzchen wartet. Möchtest du vielleicht auch hier auf meine Hand kommen? Hm? Die ist noch so klein. Die muss noch ein ganzes Stückchen wachsen. Aber die ist jetzt auch gerade 7 Wochen alt. Da sie jetzt nicht auf die Hand kommt, sie ist auch wahrscheinlich zu aufgeregt und das alles, möchte ich das natürlich jetzt nicht provozieren, also dass sie dann, dass ich nachher greife oder so. Ich möchte ja, dass sie dann trotzdem mich mag. Und ja, dann hat man einen ganz einfachen Trick. Ich mache das mit diesem Bechertrick. Gerade jetzt hier unten habe ich keinen Becher, aber jetzt hier, das ist ja jetzt hier eins meiner Keramikverstecke. Das werde ich jetzt nämlich auch dafür benutzen und zwar wie folgt. Hier ist die kleine Maus. Jo, komm mal Herzchen. Dass sie näher dann da reinklettert. So. Und dann hier rein. So. Und schon hat sich das erledigt. Das tue ich auch mal direkt hier, weil das kriegt sie nämlich. Kannst du da jetzt kurz weggehen? Ich möchte das hier gerne reinmachen. Nein, ich gehe genau da rein. Kann ich? Ich habe da ein bisschen Angst. Mein Gott, die ist so unerschrocken. Ich habe jetzt nur ein Problem, weil das Mehrkammernhaus, was ich für sie, mein Zweier, was ich benutzen wollte, das habe ich jetzt gar nicht mehr gefunden. Ich habe schon die ganze Zeit gesucht hier bei mir auch oben. Aber Leute, ich finde das gerade nicht. Und deswegen, ja, da muss ich dann einmal nachgucken, wo ich es denn gelassen habe. Jetzt guckt sie da gerade hier in ihrem Sandbad. Wir haben jetzt eine Streuhöhe von, ich würde mal sagen, das ist jetzt so eine Höhe, vergleichbar mit dem, was Mayonnaise hat. Was ja eigentlich, ich sage jetzt mal weitaus, leider Hamsterhalter noch machen. Ne? Also das ist ja dann alltäglich normalen vielen, ich sage jetzt mal Besitzer, denken, mein Hamster buddelt nicht oder so. Also wenn ich selbst so viel einstreue. Es kommt auch mit der Zeit und es kann natürlich auch sein, dass der Hamster nicht in diesem Einstreu buddelt. Wie sehen wir es gerade jetzt hier? Also, sie hat jetzt von der Züchterin, ich glaube, der letzte Stand war, dass sie 20 cm hat oder 15. Also aktuell, wie gesagt, sie war ja noch mit den Wurfgeschwistern zusammen in dem Gehege, wo auch die Mutter mit dabei war. Sonst hatte die Mutter halt auch mehr Einstreu wie den anderen Gehege. Das wird sich dann nachher auch, denke ich mal, so auf 25 oder 30, weiß ich nicht, dann erhöhen. Also das ist jetzt hier nicht final, es ist einfach nur, sie markiert jetzt auch ganz schön fleißig, ne? Unerschrocken und los, das ist die Semmel. Und ja, hier ist halt schön kühl bei mir im Keller und ich habe nichtsdestotrotz natürlich jetzt hier beim, den sehen wir jetzt hier nicht, ich weiß auch nicht, wo der gerade ist, beim Mr. Sandwich haben wir auch eine Höhe von, ich glaube, das sind 10 cm, dann geht es so hoch und das sind dann 25 cm und dann gehen wir halt hier hoch, hier auf die 30 mit der Guckmauer. Also hier kann er sich dann auch austoben, klar, wenn gewollt, er kann in den Auslauf. Mayonnaise ist auch ein Hamster, der in den Auslauf geht. Bei den kleinen Pfützen kann ich das noch nicht sagen. Ich muss gucken, wie die sich natürlich entwickeln. Ich finde ihr Herz einfach so süß, was sie da hat. Ne, und vor allem könnte man das ja so machen, dass wenn halt abwechselnd die Tiere rausgehen, dass man dann noch sowas wie eine Treppe baut. Das habe ich auch ganz oft in einem Hamsterforum und so gesehen, dass sie sich da das gebaut haben. Aber da will ich jetzt erstmal gucken. Also provisorisch, jetzt fehlt natürlich ja das Mehrkammernhaus. Leute, da tut mir jetzt leid, weil ich halt nicht dabei habe. Wahrscheinlich finde ich es dann morgen noch, während ich dann aufräume. Und der Grund, warum jetzt zum Beispiel auch Mayonnaise hier ist und nicht dann der neue Ketchup-Hamster, ist einfach der Grund, weil ich muss den halt einfach genauer begutachten. Deswegen kommt er dann in eine Quarantänebox und auch mit eben halt den speziellen Streu, damit ich sehen kann, wie er halt so drauf ist, ob er eben halt auch Parasiten hat, könnte ja auch sein, weil ich will mir ja nichts bei meinem Bestand eben halt mit den Hamstern holen, wo dann jeder plötzlich irgendwas hat. Deswegen muss man das auch abchecken und auch einmal beim Tierarzt und dann schauen wir mal, ob er denn so gut drauf ist. Aber ja, aktuell hier leben Semmel, Mayonnaise, Mr. Sandwich, gerade nicht anwesend, aber er ist da. Und dann noch daneben hier, die ist auch gerade wach. Hallo Brötchen. Die Brötchen, die ihr dann beim Freitag-Video seht. Und da das jetzt alles auch provisorisch hier ist,
werde ich mich sehr freuen, wenn ich euch irgendwann mal einen kompletten Hamsterraum hier zeigen kann, wenn auch jedes Gehege fertig ist und wenn das dann hier auch komplementiert ist, dass auch wirklich alles super ist. Ich habe jetzt auch gesehen, dass viel mehr Pakete angekommen sind von meiner Wishliste als gedacht. Und ich wollte einfach nur sagen, Leute, das ist hammermäßig. Ich werde die morgen alles auspacken und bin gespannt, was drin ist, weil ich sie ja selber nicht halt Bescheid bekomme und mache dazu nochmal ein extra Video. Das kommt dann die Woche auch online. So, du kriegst noch hier Frasen, also hier auch deinen Wassernapf, den stelle ich oben hoch. So, so. Mache ich einmal so hier nochmal was von ihrem alten Nestbaumaterial. Kriegt sie halt einfach nochmal ein zusätzliches Versteck. Das alte von Zelda, noch von den ganz alten Videos. Oh Gott, dazu weil ich jetzt echt, ach, das mit dem Mehrkammern, das ist jetzt echt doof, aber das kommt noch rein. Gefüttert habe ich sie auch schon, da schnabuliert die kleine Semmel noch was. Und es ist auf dem Video nicht so zu erkennen. Generell sieht man das nur auf Bildern. Sie hat rötliche Augen. Also sie hat keine schwarzen Knopfaugen, sondern rötliche. Aber so wie beim Zwiebel, die gehen ein bisschen ins Braune, wenn die Tiere halt älter werden. Und die Kleine ist eine echte Schönheit, ne? Ich werde die jetzt immer Herzchen nennen, weil, ja, die heißt nicht Herzchen, ne? Aber das ist die Semmel, ne? Ein bayerischer Semmel oder so, wenn man es sagen will. Und ja, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, ihre komplette Gehegeeinrichtung, so wie ich mir vorstelle, werde ich eh erst bis zum Oktoberfest fertig kriegen. Deswegen passt das ja alles. Also provisorisch hier. Unten dann das andere große Gehege. Ah, jetzt ist die Mayonnaise leider nicht wach. Zum Ketchup selber gibt es mal ein eigenes Video. Und sich natürlich jetzt aktuell so viele Hamster halten kann, ist halt wirklich nur, weil ich den Platz habe und weil ich halt die Kapazität habe, so viele Tiere auch artgerecht unterzubringen und weil ich halt auch schon die ganzen Sachen wie Laufräder etc. ebenso schon so habe. Das Einzige, was wirklich jetzt nur ein bisschen war, ist halt das 3 Hamster auf einmal. Das war jetzt an einem Tag mit 9,5 Stunden Autofahrt ein bisschen viel. Und wenn ihr aber sowas habt, also ich weiß nicht, ihr, euch gibt dann jemand ein Tier und natürlich, dass ihr das dann behaltet und was auch immer, soll euch immer im Kleinen erstmal zu checken, wie es dem Tier überhaupt geht, ob es gesundheitlich in Ordnung ist und eben halt sich halt auch dann darum zu kümmern, weil es ist immer gut, wenn man auch Tiere halt rettet und so weiter, aber ich möchte hier nochmal eben halt sagen, dass es trotzdem auch sein kann, dass das Tier krank ist oder so und dass man auch da das im Kopf haben muss, Tierarztkosten und sie ist gerade einfach so süß, Tierarztkosten und ja, Behandlungen und natürlich, dass man halt nicht sofort das Tier vielleicht auch so gewünscht händeln kann. Ich denke auch, dass der Ketchup, der ist ziemlich scheu, der hat Angst vor der Hand. Die kleine Besitzerin hat ihn halt auch sehr also in der Hand gehabt. Ich denke mal, der hat Potenzial, so wie Mayo, aber trotzdem muss man halt gucken, dass er erstmal wieder Vertrauen fasst. Ne? Und jetzt haben wir halt 2 Zwerge. Ich gehe einfach mal stark davon aus, dass sie aus einem selben Familienstamm kommen. Und der Rest wird sich dann hier bei mir auf dem Kanal dann zeigen. Danke fürs Zuschauen, Leute. Ich weiß, es ist gerade hier ein bisschen verwirrend. Wer ist wer? Welche Hamster? Wie, wo, was? Wird sich alles im Laufe der Zeit klären. Schwitzt nicht so viel. Däumchen werden Träumchen. Und auch bei mir auf TikTok vorbeischauen. Ich mache jetzt auch ganz viele TikToks auch mit allen, wenn sie denn mal wach sind. Und ja, bleibt einfach up to date. Ich mache auch immer was in den Community Posts. Da könnt ihr auch dann mal was hinzufügen, dass ich dann da poste. Und sei schon mal gesagt, das Themengehege von Brötchen ist sehr bunt. Das ist schon mal schön. Für Semmel ist halt bayerisch geplant. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt und Wünsche, bei Mr. Sandwich war das ja eher so pink, Einhorn, Herzen. Schreibt es in die Kommentare. Ich bin immer halt sehr hellhörig, was er so schreibt und was wir dann halt hier gestalten können. Einige Nagarien sind noch frei, ob Zwiebel wirklich hier zukünftig nach unten doch zieht, weiß ich nicht, weil er halt sehr viel Angst hat und es besser wäre für ihn in seinem alten Gehege zurückzukommen, was halt ganz oben ist, aber müssen wir halt mitgucken. Mitgehangen, mitgefangen. Wir kriegen das schon hin mit der Hitze, ich hoffe ihr und eure Tiere auch und wir sehen uns dann beim nächsten Video von eurem Miyuki wieder. Tschüss!